Oder so. Naja. Ja, stimmt, aber er hat recht. Hier ist. Oh, und da ist ein starker Gegner. Möglicherweise so eine goldene Hand. Oh, wir haben einen Vorteil und es ist eine goldene Hand. Das funktioniert offensichtlich. Aber wir haben einen. Wir haben schon mal einen Vorteil. Die Liga gegen uns. Oh yeah! Oh yeah! Exzellent! Hätte ich selbst nicht besser machen können. Oh, und reichlich Personas. Ich will überlegen, ob ich das riskieren soll. Ja, okay. Mokoi. Oh, und eine Arcana-Chance. Hermit. Ich mach's mal. Jawoll, ja. Mann, das Glück ist mit uns. Oh, die gesamte Karte ist sichtbar geworden. Ja, und wir kriegen einen Erfahrungspunkt und 3000 Yen an Kohle. Das ist echt eine Menge. Und wir haben, wie ich gerade noch da gesehen habe, einen Schlüssel erhalten. Oh, und ja, das ist auf jeden Fall die Etage mit dem Boss. Der wartet hier nämlich gleich schon auf uns. Ich glaube, da in diesem Raum. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, wir können uns ihm so eigentlich stellen. Ich schau nochmal hier nach. Oder eigentlich brauche ich es gar nicht. Ich habe doch eigentlich auf der Karte schon gesehen, dass da nichts ist. Aber egal. Nehmen wir noch ein paar Erfahrungspunkte mit. Oh, und. Okay. Egotistical King. Ach, scheiße, die sind immer irgendwie gefährlich, diese Kings. Aber okay, wir brauchen. Ach ne, das geht noch nicht alle, das wäre Verschwendung. Aber sowas von. Ready or not, team wreck, you can't hide. Ja. Gut, dass hier so den gleich als nächster dran war. Und nochmal Shuffle Time. Ah, fuck! Oder auch nicht! Ach, scheiße, Mann. Jetzt hätte diese One More Chance-Karte uns echt was genützt. Die hätte uns echt in den gottverdammten Arsch retten können. Ach, Mann. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie dem auch sei, eine große Menge Dampf kommt von der anderen Seite der Tür. Tür öffnen und eintreten. Nein, ich will nochmal eben schnell. Letzte Vorbereitung treffen. So. Okay. Weiß gar nicht, was hier als Boss wartet. Ach, scheiße, so ein riesiger Hulk Hogan. This is a man's world. Willkommen in der Welt der Männer. Oh yeah. Dieser Ort erhitzt sich aus dem plötzlichen Eintreten dieser schönen jungen Männer. He's heating up and he's on fire.
Um diese Begegnung zu feiern, habe ich eine besondere Bühne vorbereitet. Ein Einzelmatch ohne Zeitlimit. Wer wird am Ende noch stehen bleiben? Ladies and Gentlemen, this contest is scheduled for one fall. Und nun haut euch das heiße Blut und die Innereien raus. Ja, lecker. Egal. Ja, wir treten an gegen... Ja, natürlich. Ach, hier suche ich nicht was. Genau, hier, um Stat-Bonuses zu killen. Ach, das funktioniert nicht bei ihm. Warum funktioniert das nicht bei ihm? Weil er hat doch eigentlich Boni. Verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht, aber okay. Das Scheiße. Das ist nicht der allerbeste Start, muss ich sagen. Aber das macht er immer, dummerweise. Naja. Haben wir irgendwas mit Power? Oh, ja, wir könnten seine Dinges natürlich wieder decreasen. Decreasen. Sinken seine Trefferquote und so weiter, was er sich da gerade alles in seine 22-inch Pythons reingespritzt hat. Defense für 3. Angriff könnten wir auch noch schwächen. Das machen wir noch. So. Medium Fire Damage, das ist genau das Richtige. Und ich hätte Nico vielleicht vor dem Kampf heilen sollen. Das, ja. Das war nicht sehr clever. Oh ja, kann ich welche clever sein, das zu benutzen. Mann, was ist denn los? Yeah, hat gut Schaden gemacht. Oh, jetzt erhöht er auch noch wieder seinen scheiß Angriff. Verstehe mal nicht, warum das nicht funktioniert. Eigentlich ist das doch für solche Boni, die wieder rückgängig zu machen. Ah. Okay, das als nächstes. Da können wir angreifen. Oder versuchen wir es. Ich glaube, das hätte nicht sehr viel Unterschied gemacht. Naja. Okay, Yukiko ist als nächstes. Ja, ich bin gerade nicht so im Reinen, aber wir sinken mal bei ihm ein bisschen was, zum Beispiel seine Trefferquote. Oh, fuck! Heilige Scheiße, Mann. 143 Schaden, will ich. Recht zusammen. Ja gut, okay, er hat sich auch ordentlich hochgepowert. Ich will irgendwas tun. Ich muss schnell seinen Angriff wieder senken. Nächstes. It's over.
die noch gar nicht mehr so schwer in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay, Chia hat jetzt nicht mehr allzu viel Energie. Dann lassen wir das mal mit einem Rampage angehen. Ach, er erhöht auch gar nicht seinen Angriff. Er fokussiert sich quasi. Ist auch kein Wunder, dass das nicht mit dem Dings da funktioniert hat. So eine Stat-Bonus ist da zu verringern. Ah, Mann, ey. Ja, wir können ihn eigentlich wieder seinen Angriff verringern und ihn quasi dann in so einer Schleife halten, dass er ständig seinen Angriff wieder erhöhen muss. Ja, okay, seine Dingesquote ist immer noch unten. Leider bisher nicht so viel von... Oh, ach das. Ja gut, das ist schon im Effekt, weil er hat sich ja nicht den Angriff verstärkt, sondern er hat sich ja fokussiert quasi. Ach man, immer diese Wissenschaften. Sogar schwach gewesen gegen Dunkelheitsattacken. Aber die hat der. Also, wüsste ich nicht, dass der sowas drauf hat. Ich kann ihn jetzt mal seine Verteidigung hier ein bisschen kürzen. Und lieber nochmal einen. Schier eigentlich. Ach, Mist, dann ist gerade noch Todes wieder hergestellt. Oh, Critical Rate up. Oh, das ist scheiße, Mann. Das ist scheiße. Gott, wieso funktioniert das nicht, dieses Dekaya? Irgendwie raff ich das nicht. Hat er sich nicht eigentlich jetzt... Er hat sich doch eigentlich jetzt Stat-Bonuses gegeben. Irgendwie werde ich da jetzt gerade nicht schlau aus. Wie lange wird eigentlich seinen Angriff da verringern? Versucht ihn immer wieder zu erhöhen. Scheiße, ich hab echt jetzt gerade viel Attack Power auf der Pfanne. Das sollte ihn gut einheizen. 104. Sehr gut. So, und sollen wir mal riskieren, so eine Rampage-Attacke zu machen? Ich tue es. Jawoll. Wie jetzt erhöht er wieder seinen Angriff. Er ist fast erledigt. Könnte funktionieren, wenn jetzt beide sind. Ah, okay, Yukiko ist als nächstes. Ach, shit, ey. Und natürlich geht was daneben. Na komm, das sollten wir jetzt aber platt machen. Jawohl, geht doch. Exzellent. Schöne Erfahrungspunkte. Und das bringt da ein Level Up für uns. Und auch für Yusuke Uchiha. Oh, Assault Dive. Sehr gut. Ja. Damit... das ist unser Sensei. Ja. Ich wusste, du würdest gewinnen.
Oh, wir haben den Bathhouse Key. Mit dem können wir diese Tür öffnen, die wir, glaube ich, auf der... Oh, der dritten Etage oder so war das. Da war irgend so eine verschlossene Tür. Die aber eigentlich nicht der Rede wert ist, denn... wir sind auch schon an der anderen Seite der verschlossenen Tür vorbeigekommen. Das Einzige, was das dann, wofür das dann dient, ist so eine kleine Abkürzung. Also, das wird mir dann höchstens etwas nützen, wenn ich den Dungeon dann irgendwann nochmal spielen werde, um den optionalen Boss zu besiegen. Aber dann werde ich den, also den Dungeon werde ich nicht aufnehmen, den Bosskampf schon. Weil das bringt irgendwie nichts, da nochmal durchzugehen. Das wäre... Also das bringt nichts, das Ganze noch. Das bringt schon da was durchzugehen, denn wenn man die optionalen Bosskämpfe schafft, dann kriegt man nicht nur einen guten Haufen Erfahrungspunkte, sondern auch Scheiße. Nee, Scheiße kriegt man nicht, aber... Ach du Kacke. Selfish Besort. Ich glaube, die haben auch eine Elektroschwäche, oder? Oder Wind, oder... Ich glaube Wind. Elektro oder Wind hat die meisten. Genau, und hier war es tatsächlich Wind. Und die haben eine sehr gute Abwehr gegen physische Angriffe. Das heißt, so eine All-Out-Attack wird die wahrscheinlich nicht allzu viel anhaben, oder? Ja. Eis haben sie sogar auch noch. Naja, was... Irgendwas mit optionalen Bossen hatte ich gerade noch auf den Lippen brennen quasi. Ah ja, genau. Wir kriegen von denen relativ starke Waffen, die wir eigentlich, soweit mir bekannt ist, in dem Laden da kaufen können. Und ein so ein Kackvieh ist noch übrig. Nee, komm, hier gehe ich jetzt dann wirklich rein. Ja, also die können wir, soweit ich weiß, im Laden nicht kaufen oder wenn er nur sehr, sehr, sehr spät. Und deswegen lohnt sich das eigentlich immer und man kriegt einen Bonus für seine Mutfähigkeit. Und das ist mir das Ganze auf jeden Fall wert. Werde ich also dann, ich denke mal, vor dem nächsten Dungeon werde ich mich um den Boss im Schloss, in Yukikos Schloss kümmern. Den Bosskampf werde ich dann noch aufnehmen, wenn wir dann irgendwann beim nächsten Dungeon sind. Spoiler-Alarm. Das hier ist noch nicht der letzte. Gerade mal der zweite. Oh. Ach, und auf den kompletten Kran sind die Thron gar nicht eingezeichnet. Ach, das kriegen wir auch, glaube ich, später noch irgendwie als Fähigkeit. Wenn ich denn nicht jetzt nicht komplett vertue. Naja. Zwei Gegner, das heißt, bei diesem Kampf wird Verstärkung eintrudeln. Oh. Tranquil Idol. Aber hier habe ich irgendwie eine Erinnerung, dass die irgendwie was mit Licht oder Dunkelheit mit sich in Verbindung haben. Oh, und ja, das ist natürlich Bombe. Kannst du gerne nochmal machen. Defense down, ach du Scheiße. Ja, super. Blockiert, ja, geil. Das gefällt mir. Das lässt es so aussehen, als ob ich was richtig gemacht habe. Und wir haben ihn hier mit Mudo. Mit einer Dunkelheitsattacke. Jawohl. So, den anderen machen wir mal so platt. Ja, Verstärkung. Ach, dieser Olle King hier. Der war gegen Wind anfällig.
geht doch viel easier von der Hand, wenn man die ganzen Schwächen hier mal probiert hat. Ja, geht auch easier von der Hand, wenn man einen Guide dabei hat für die ganzen Schwächen. Mag für den einen vielleicht jetzt nur wie eine Farce klingen, aber ja, ich mach's halt so. Im Gegenzug dafür möchte die Dungeon nach Möglichkeit in einem Rutsch durchkriegen. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Und umso mehr kann ich vom Spiel zeigen, desto mehr Tage habe ich euch die Social Links und Story-Sachen da zu zeigen. Was dann auch... wir haben jetzt mal ein anderes Spielchen hier. Spiel eine Runde Memory. Ohne alle Karten gesehen zu haben.